There is a house in mitte im Wald. Der Nameless wohnt darin. Ich grüße euch, Servusle. Willkommen zurück. Wir machen heute an unserer Hütte weiter, Leute. Ich bin guter Dinge, dass wir ein paar Knochen zusammenkriegen. Und wir fangen natürlich ganz klassisch an mit dem Hole Cutter. Ich bin da natürlich total unbeirrt, ne? Ich weiß ja, wie er funktioniert. Er hat mir ja schon zweimal die Hütte zerstört. Was ist das für ein Effekt da hinten? Da blitzt's im Wald. Ich habe wieder unseren Filter drin, weil wir heute auf jeden Fall da oben drauf ein Bonfeuer setzen, ist klar, ne? Und dann werden wir uns gemütlich da oben eine Bank hinbauen, war der Vorschlag vom Roy. Und dann werden wir mal schauen, wenn wir da nachts Feuer haben, wie da vorne an den Fallen die Action geht. Ich kann bloß nicht lange oben sitzen bleiben, weil ich ja die Fallen nachspannen muss, ne? Das ist mir im Nachgang eingefallen. Ich habe davon geträumt, mich da oben hinzupflanzen. Ey, wo ist der Hole Cutter? Ich nenne ihn Katja. Hole Cutter, wo bist du? Also. Entschuldigung, hier ist er. Alter, ich könnte ihn jetzt hier ansetzen, dann würde es die halbe Hütte wegreißen. Ist das euer Ernst? Jetzt passe mal auf. Ich will ja eigentlich nur hoch, ne? Ich will ja eigentlich nur eine kleine Treppe nach oben bauen. Wird es vom Platz her reichen? Ajo, das wird reichen. Jetzt machst du ja schon wieder so eine Scheiße-Voucher. Ich spüre das schon direkt. Hier, ne? Rot. Das ist gefährlich. Jetzt pass auf, pass auf. Ne, weiter rein. Bisschen weiter hintere. Bisschen weiter vor. Ah, wunderschön rausgestanzt, oder? Oh, shit. Man kann es echt nicht mehr rückgängig machen, gell? Es ist dann einfach vorbei. Jetzt pass auf. Pass auf. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob das überhaupt geht, was ich hier machen will. Wenn ich jetzt diese Trap, wenn ich jetzt diese Trappy Mappy, ich zeichne die jetzt mal einfach hier an. Und dann würde ich die hier so, kommt er da hoch? Ich habe immer das Gefühl, dass das zu hohe Stufen sind für den Amy. Also so geht's auf keinen Fall, ne? Jetzt pass auf, gehen wir mal weiter rüber. Ei, wir können sie sogar. Ne, schräg ist blöd, weil sonst hängen wir da oben nachher fest. Das ist doch dappig. Was passiert, wenn ich sie so mache? Aber dann muss ich sie da oben besser anzeichnen, gell? Weißt du, hier. Dann müsste mal eins vor. Oh, ich wusste, dass es nicht ganz so easy wird, aber es sieht okay aus. Ich meine, ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Jetzt pass mal auf, Nameless. Genau, Alterle, genau hier dran. Bisschen weiter rein. Ei, du machst es heute so phänomenal, großer. Ja, und jetzt hier, so dass er halt da hinten noch gut rumkommt. Ich würd's so probieren. Wie viel haben wir da? Wie viel braucht das gute Stück? 8 Stück. So, ich freue mich jetzt auch schon tierisch. Die ganze, das Anzeichnen ist immer so meine Welt, das wisst ihr ja. Ich freue mich hier rauszugehen. Hier will ich sein, an der Front meiner Basis, inmitten des Geschehens. Oh, leck! Servusle. Da hat er den Trick schon rausgefunden. Jetzt hängt er da drin. Hup. Oh, der hat ihn abgehängt. So, wo sind die Sticks? Alter, geht's da gleich gut los heute. Habe ich da jetzt einen was? Da hat doch einer rumgeschlagen hier. Da ist doch einer. Huh. Hallo? Typ? Was ist mit dem? Wie er reinguckt, weißt du? Oh, es tut mir aber leid, dass ich dachte nicht, dass er gleich drauf geht. Was ist mit dir? Alter, welche Begrüßung? So, jetzt machen wir aber hier auch nicht lang rum. Wir wollen Knochen. Ich will ja auch den Zaun weiterbauen. So, alles gleich. Ich war jetzt natürlich ein bisschen überrascht, weil es gleich so viele sind. Dann der Brüller. Dachte ich, oh Gott, was ist denn jetzt los? Wieso geht es jetzt so extrem ab? So, Leute, wir brauchen Baumstämme. Da gehen wir auch gleich los. Die Falle hat sich auch schon rentiert. Hat die jetzt ausgelöst? Nee. Alles klar, auf geht's. Da, 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 dam, da, 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 dam. Wir bauen uns ein wunderschönes Dach. Jetzt muss ich erstmal die Treppe machen, ne? Das heißt, wir brauchen erstmal zwei normale Eichen oder was das da sind. Dann haben wir das, dann müssen wir uns oben eine Bank hinbauen, Bonfeuer, Zaun anzeichnen. Machen wir es uns hier schön. Ich will jetzt auch mal drauf warten eigentlich, was hier so passiert, wenn wir wieder mal einen ganzen Tag an der Base sind. Frontmäßig, weißt du, was hier wirklich jetzt heute los ist? Jetzt haben wir schon mal die ersten zwei gecatcht, das waren aber mehr. So, wir können ja hier rumtänzeln. Schababum, schababum. Es wäre jetzt interessant, ob ich von außen hinkomme. Ich will nicht jedes Mal da reintappen. Hey, ja, super, Nameless, also bin schon auch. Da habe ich gedacht, da steht schon wieder einer. Sind die schon verbrannt, die Jungs? Ajo, dann sammeln wir hier mal gleich auf. There is a house mit wenig Lampen. Wir brauchen mehr Lampen hier.
Wir brauchen mehr Lampen. Pass mal auf, ich will jetzt hier direkt eine Lampe hinsetzen. Da habe ich jetzt voll Bock drauf. Da kommt der Innenarchitekt wieder raus aus dem Voucher, Leute. So, die setzen wir hier hin. Wunderschön. Würde ich sagen, hier drehen die so dahin, dass der Kopf da rausschaut. Dann wissen sie Bescheid, weißt du? Ein bisschen weiter rein. So, oder? So können wir sie lassen. So ist okay. Lalalala. Da wird es nämlich bei uns auch schön Licht. Schade, dass der Zaun nicht symmetrisch ist, aber hey, im Wald habe ich gedacht, da muss das nicht so akkurat sitzen. Da sind wir froh, wenn es irgendwie sitzt, ne? Sticks, okay, Diggerle, Sticks gehen jetzt erstmal vor. Die brauchst du nämlich auch zum Fallen nachziehen. Dumm, die dumm, die eine Hasenfalle davon ist auch schon wieder ausgelöst. Alles klar, nimm Sticks, nameless. Nimm mit, was du kriegen kannst, das ist alles dein. Wo ist das Holz? Wir haben da nur noch zwei Stämme, waren doch da noch, oder? Hier. Hier rollen, da kommt schon der nächste. Ist das jetzt einer von den 7- bis 10-Jährigen? Da kriege ich zu viel, Alter. Die sehen voll alt aus. Vorne ist er gewesen. Der tut mir ja leid, Alter. Aber ich bin ja selber schuld. Was rennen sie mir denn auch in die Falle, weißt du? So, ich bin so froh, dass es klappt, weißt du? Jetzt haben wir hier schon den ersten Einbaum. Brauchen wir noch? Dann wäre das schon mal fertig. Den hänge ich jetzt gleich ab. Oder der lebt doch noch. Hast du noch gezuckt? Nee, das ist jetzt ein Häuptling, ne? Das ist ein älterer schon. Ja, ja, der ist um die 45, das sehe ich schon. Man kann sich so einreden, weißt du? Das ist das Schöne daran. So, was sieht's hier aus? Was ist drin? Jo, den kann ich jetzt nicht töten. Ich hab's ja mehr oder weniger auch schon versprochen. So, bis später. Ja, da kennt der Voucher nichts. Ich töte jetzt nur noch Leguane. Und wir brauchen halt Hasenkäfige, ganz viele. Dann kann ich die nämlich oben schön reinsetzen. War auch so ein kleiner Vorschlag vom Roy. Wobei er wahrscheinlich mehr an Grillner dachte. Aber, so ist das jetzt. Wir werden keine Hasen mehr töten. Zumindest nicht im Spiel. Wenn ich außerhalb von der Folge bin, dann vielleicht schon. Ich kann sie dann ins Rack reinhängen, aber da muss keiner sich das antun, weißt du? Alter, jetzt habe ich schon gedacht, ich habe irgendwie Scheiße gebaut. Sah so aus. Ich bin jetzt halt guter Dinge, weißt du? Ich möchte da drüben jetzt echt mal dann die Katapulte aufs Dach. Wenn das alles noch hinpasst, wie ich es mir vorstelle. Aber das sehen wir ja gleich. Anzeichnen können wir heute alles. So, es fehlen noch zwei Bäume. Hol die. Gefällt, hast du schon. Ja, den kannst du eigentlich jetzt auch. Dann können wir nämlich hier gleich weitermachen. Im Takte. Außerdem ruft es gleich neu auf den Plan. Ja, und ich könnte eine Feuerstelle irgendwann machen. Aber jetzt habe ich ja bald ein Bonfeuer, ne? Dann ich weiß nicht, ob wir überhaupt ein Feuerle haben irgendwo. Keine Ahnung. Ich bin echt so nicht der Feuertyp. Das Feuer ist immer gegen mich gewesen, schon in dem Spiel. Immer. Den nehmen wir, den Kleinen. Der ist schnell runtergeschlagen. Da sind auch noch ein paar Sticks nebendran. Alles gut. So, das war jetzt aber ein Einzelner, der da kam. Das ist schon mal super hier, dass es geklappt hat. Schön, schön. Auf geht's, Nameless. Nameless, hol die Sticks ran. Zeig ihnen, was du kannst. Nameless, hol die Sticks ran. Lass dich nicht lohumpe. Gut, es war arg badisch, sorry. Da hinten brennt's, alles klar. Jetzt ist die Treppe fertig. Zwei Stämme noch draußen. Ich muss mir das als manchmal laut vorsagen, sonst vergesse ich die Hälfte. Wurde ja schon festgestellt, dass ich kein Zwei-Fronten-Kriegler bin. Ist ja wurscht, Alter. Es ist doch wurscht. Wir machen hier so lange wir können, bis sie uns niederstrecken irgendwann. So, jetzt prüfen wir das gleich mal. Ein bisschen wenig Türen hast du drin, Voucher. Nameless, stolperst du heute? Oh, der Magen ist schon fast leer. Guck, es langt. Es langt. Das erste Mal gekattert wie ein Herrgott, oder? Wie ein Junger. Hä? Wie ein junger Herrgott gekattert. Guck mal, runter und hoch, kein Problem. Hier können wir ein Bett reinmachen. Ei, wo schlafen wir denn? Hier hinten, würde ich sagen. Jetzt geht's ans Einrichten. Jetzt geht's ans Gemütlich machen. Alle haben Timmy vergessen. Hauptsache uns geht's gut. Entschuldigung. Nein, den Timmy holen wir schon. Dann machen wir mal irgendwann eine Spritztour zum Timmyle. Wo ist denn das Bett? Wo ist das Bett? Wo ist das Bett? Wenn wir es finden, wäre es ja nett. Ich weiß, über die Reiter oben geht's schneller. Aber ich sehe die Symbole nicht mit meinen Augen. Hier! Da, ein wunderschönes, absolut traumhaftes, unverbesserliches, kleines Minibett. Kann man das auch größer machen? Jetzt mal ernsthaft. Setz das mal und drück mal R. Nö. Was braucht denn das alles? Sticks natürlich, klar. Fell. Oh, Fell haben wir, glaube ich, unten. Unser Bettle muss fertig werden. Dass wir auch hier guckt, Zaun. Oh, da wollten wir ja auch noch testen, ne? Wenn ich dagegen laufe. Nee, also es bremst. Der Zaun bremst tatsächlich, wenn man dagegen läuft. Drüber hupfen kann man. Nur dagegen laufen bremst er. Also macht er, was er soll, ne? So, Nameless, jetzt ess mal was. Ich sehe und höre schon die Schreie. Gerade noch gerettet.
Da kannst du auch mal reingehen, gucken, ob die fallen was machen. Guck mal, die ganzen Bäume wachsen hier nach, Digga. Vielleicht müsstest du die mal irgendwann runterstutzen. Vor allem außen mal kurz gucken. Sind die außen nachgewachsen? Die in Sprungreichweite sind? Der eine ja, ne? Mach mal weg. Mach mal weg. Klatsch ins Gesicht. In your face! Der hier, der wirkt doch schon gefährlich nahe, oder? Pass mal auf. La 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 la. So, alles klar. Die lagerst du dann ein. Ja, so machen wir das mit einem Schlag, nämlich. Du bist so super. Jetzt kommen die bestimmt hier runter gleich. Ich spür's schon wieder, wie sie im Anmarsch sind. Mach mal das Feuerzeug weg. So. Was wollte ich jetzt machen, Leute? Ich wollte Hasenfell holen fürs Bett und Sticks. Sticks, ganz klarer Fall. Sticks müssen wir ganz viele holen. Jetzt braucht alles Sticks, was wir basteln. Das Bett braucht Sticks. Die Fallen müssen wir oben nachspannen können. Also Stickvorräte ist das Wichtigste. Das A und O der Verteidigung basiert auf Sticks. Stick me back. Stick me back. Ich fühle mich saugut in dem Spiel momentan wieder. Macht tierisch Spaß, einfach die Runden hier. So. Mr. Nameless schnappt dir zwei Bäume. Zirkel außenrum um dein Gebietle hier. Vergiss nicht, die Türen zu schließen hinter dir. Ja, der Vogel darf nicht rein. Nein, so nicht, dass wenn du drin bist. Was liest denn hier zum Beispiel noch? Ah ja. Guck mal, hier war irgendwo das Feuerrohr. Irgendwo hier gab es eine Feuerstelle. Ich kann dir nur nicht mehr genau sagen, wo. Vielleicht ist die mittlerweile auch weg. Das weiß ich nicht. Es war mal eine da. So, jetzt wie viel Hasenfell habe ich denn vorne schon aufgekriegt? Also, da muss ich ja doch Hasen töten. Das ist jetzt natürlich wieder ganz mies. Das ist natürlich jetzt wieder ganz, ganz bös. Wo ist denn dieser Lappendinger hier? Eins. Zwei. Das hätte doch jetzt auch reichen können, weißt du? Das hätte jetzt auch reichen können. Also gut, Leute, ein Hase müssen wir, sonst schlafen wir nicht gut. Da möchte ich jetzt alle bitten. Da ist einer drin. Ich schneide es vielleicht raus. Das wär's, oder? Ja, da ist einer. Wir brauchen den hauptsächlich wegen dem Fell. Kann ich überhaupt vier Fell nehmen? Ah, das war gar kein Hase, Leute. Das war eine Ratte. Und? Nee, muss ich da jetzt echt wegen dem einen Fell nochmal hochlaufen? Das ist ja witzig. Das ist ja sehr witzig. Dann machen wir das halt geschwind. Dann haben wir das Bett fertig. Und dann machen wir die Bank und das Bonfeuer. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich in der Folge noch, dass es Nacht wird. Und dann zünden wir das Ding gleich mal an. Lülülüm, 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 lülülüm. Ist das ein kleines Bett? So, weißt du? Tatsächlich, es fehlt jetzt noch dieses eine Fell, das unten liegt. Ein Hin und Her, ein Hin und Her. Ja, du nimmst ja nicht jede Stufe einzeln, ne? Das habe ich auch schon gemerkt, Nemi. Hol gleich mal Sticks nach. Alles klar, das wird gemütlich, das wird schön. Das Katana hole ich trotzdem demnächst, ne? Auch wenn man das, wenn es keine Folge wert ist. Wir werden auf jeden Fall die kleine Reise zum Katana machen. Das möchte ich schon, weil mit dem kann man halt auch richtig schnell rumschnetzeln. Dann machen wir das demnächst als kleinen Mini-Ausflug zwischenrein, gucken mal, wie viele Gegner da hinten sind. Da war ja auch der Beppo in der Nähe, ne? Also im Höhleneingang, so ein bisschen links hintere vom Höhleneingang war, glaube ich, das letzte Mal der Beppo, den ich gesehen habe. Also nicht in der Folge, sondern Staffel vorher, ne? So, pass auf. Pass auf! Yay! Yeah. Da kann man direkt morgens aufstehen, rausgucken. Oh, die Luft riecht rein. Waren da noch Knochen gelegen? Jo. Schön eingesammelt. Hier ist alles noch super. Da liegt ein Stamm. Wie weit kann ich vorgehen, hast du gesagt? So weit auf jeden Fall schon mal, ne? Jetzt pass auf, pass auf. Es muss ja weitergehen. Jetzt haben wir ja die Dings angezeichnet. Jetzt gehen wir mal da hoch und setzen mal die Katapulte. Zwei Stück möchte ich mal haben. Und zwarle, wo sind die guten Stücke? Hier. Nein, das war eine Falle, Voucher. Das war kein Katapult. Das war eine Falle, zu spät gesehen, aber noch rechtzeitig, bevor ich es gesetzt habe. Hausboote und so machen wir dann alles, wenn wir die zweite Base uns holen. Die machen wir eher im Wasser. Habe ich mir so gedacht. Da ist es, ne? Katapult! Und zwar müssen wir das, glaube ich, so rumdrehen. Genau. Und dann würde ich fast sagen, hier vielleicht eventuell noch eine Treppe runter irgendwann, dass wir direkt auch hochflüchten können, wenn wir hochkommen. Dann würde ich fast sagen, wir machen sogar einen Katapult mehr hin, als ich wollte. Wir bauen das eine hier hin. Nochmal kurz weggedreht. Dreh, 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 dreh.
Ja, setz das mal hier hin. Hier sitzt es gut. Das andere würde ich dann hier hinsetzen, einfach, dass wir auch da hinten links in das Eck wunderbar reinkommen. Da-da-da-dam. Wie rum ist es? Richtig rum? Ich würde fast sagen, ja, richtig rum. Der Zaun passt auch noch hin. Hier eins hin und dann natürlich um hier. Au, hier ist blöd, wenn wir es hier setzen. Das sehe ich da unten nichts. Da müsste man vielleicht fast eins hier hinsetzen später mal. Ja, hier können wir doch eins hinsetzen. So leicht schräg hier rein, Sus. Dann können wir hier auch Gas geben, ne? So, jetzt muss ich wieder hoch. Hier machen wir ein bisschen Zaun weiter. Nein, haben wir hierfür noch? Ah, jetzt brauchen wir wieder Knochen. Warum ist da heute nichts los? Zur Begrüßung waren sie da und das war's, ne? So wunderbar. Hier sind wir jetzt richtig. Jetzt pass auf. Das Bonfeuer. Wir sitzen dann praktisch mit dem Gesicht hier rüber. Dann würde ich die Bank hier hin basteln. Wenn ich sie gleich finde. Es macht richtig Laune, gerade das Ding einzurichten. Dadam, wir brauchen eine Bank. Nameless. Wo war die? Wo war die? Wo war die Bank? Hier. Hier. Entschuldigung. Entschuldigung, Leute. Hier, ne? Dann können wir nämlich richtig schön ans rüber gucken. Ja, ich würd sagen, hier, Nami. Hier ist super. Hol dir mal den Stamm gleich. Schabubbel und Katzubbel. So, jetzt pass mal auf. Vielleicht geht es sogar, dass ich das von da unten setze. Weißt du, durch die Decke durch? Ja, da ist einer. Da ist einer. Knochenzaun. Nachlieferung. Knochenzaun. Komm. Er hat nur gespäht, oder? Der hat jetzt doch nur gespäht. Das sehe ich doch. Bist du klein geworden? Ich wollte gerade sagen. Jetzt kommt aber, Leute, auf geht's. Auf geht's. Wir hauen uns noch einen Stamm runter. Weil es wird dunkel. Mit ein bisschen Glück. Weil zeitlich wäre schon gut. Wenn nicht, machen wir es beim nächsten Mal. Da kenne ich jetzt auch nichts. Aber. Wie viel waren das nochmal? Bonfire? 5 Stämme, glaube ich, ne? Jetzt ist gerade ruhig. Ich hau hier mal alles weg. Hier mal außen rum gezwirbelt. Den hauen wir auch noch runter. Jawohl. Schön in die Flucht reinschlagen. Ja, das wird doch super. Alter, nimm es, du wirst immer geiler. Ich bin so stolz auf dich. Einen nehmen wir jetzt mal mit für die Bank. Dann zeichne ich das Bonfeuer ein und dann sind wir doch eigentlich schon an einem guten Punkt, dass wir hier den frühen Abend schon mal nutzen können. Ein paar Minuten, ne? Das Bonfeuer setzen wir dann halt beim nächsten Mal nach und gut ist. So. Ja, geh halt mit dem Stamm hoch. Das geht, glaube ich, nicht, Alter. So, lass uns mal kurz hochgehen. Müssten wir eigentlich sogar genug Holz rumliegen haben. Das Bonfeuer setzt man natürlich jetzt ganz klassisch mal hier drauf. Das ist so ein bisschen Herr der Ringe mäßig, dass man es von weitem schön sieht. Wahrscheinlich machen die uns jetzt kaputt, weißt du, und ich höre hier auf so Sachen. So, hier so das Bonfeuer hin. 5 Stämme, die haben wir auf jeden Fall. Ja, schön die Blätter rein nehmen lässt. Gib alles, gib alles. Ich möchte es auch gleich dann entzünden. Wir machen heute nicht mehr viel. Wir gucken uns das einfach mal an, das Spektakel, wenn es eins gibt. Ne? Selbst das ist ja noch nicht raus. Jetzt brauchen wir aber erstmal die 5 Stämme. Da müssen wir noch dreimal laufen. Eins, zwei. Die sind jetzt schon da. Ich habe noch gar nichts angezündet, weißt du? So, ich gucke jetzt auch gar nicht mehr rum. Die Fallen sind ja sehr dankbare Gesellen. So, die zwei Hammer. Der Wind hat mich gerade irritiert. Ganz böse sogar. Hallo? Wie es halt immer klappt. Oh, keine Sticks mehr. Wie bescheuert, Alter, diese Stickschichten immer. Nicht da durch die Falle, Alterle. Du brauchst Sticks, ist dir schon klar, oder? Hier, das müssen wir zusammenkratzen und das. Ja, jetzt müssen wir kurz durch. Ich muss noch einmal einen Stamm holen. Ein paar Sticks brauchen wir noch, weil sonst brauchen wir ja gar nicht anfangen anzuzünden. Ohne Sticks bin ich ein Nichts, ein Niemand. Sehr schön. Einer fehlt noch. Hol dir mal aber das Stickhämmerle erst raus. Gott, sind wir organisiert. Manchmal glaube ich es als selber. War da aber auch wieder nur so eine kleine Spähertruppe gerade, oder? Bist du das, der so schnauft neben das? Was ist denn los? Habe ich ihn ausgepowert? Das wollte ich nicht. Ich wollte dir nicht wehtun, Nemi. Du weißt, dass ich immer in deiner Nähe bin. Auf dich aufpass, mein kleiner Freund. Huch, reparierst du den Wald? So, noch mehr Sticks, das reicht im Leben nicht. Wenn da so 10 Stück kommen, brauchst du auch 10 Sticks, ne? Ist klar. Hier noch ein bisschen aufgesammelt. Wie sieht's mit dem Essen aus? Okay, Wasser brauchst du gleich, Digga. Hat dein Voucherle jetzt entdeckt, dass du Wasser brauchst, siehst du? So, den schnappen wir uns noch. Ah ja, Leute, machen wir jetzt hier einen Showdown von 5 Minuten noch mit dem Bonfeuer. Die Katapulte bauen wir beim nächsten Mal fertig. Halt, siehst du?
Je, oder? Versauen die mir gerade meine Nacht? Dann brauche ich hier auf jeden Fall noch eine Decke. Geht so ein Bonfeuer aus, wenn es regnet? Ei, wieso regnet es jetzt? Dann müssen wir hier auf jeden Fall noch überdachen, weißt Jetzt pass auf. Ja, er friert doch schon. Zünd's mal an. Wir können es ja nachsetzen. So. Ja, befeuert es schön mit Geld. Genau, dafür ist es da. So, meine Freunde. Wir haben ein Bonfeuer. Wir haben eine Chillerbank. Und wir haben vor allem Durst. Trink mal, Digga. Sehr schön. Und dann setz dich von der Richtung hin. So hast du dir das vorgestellt, Roy, oder? Weißt du, hinter uns 400 Grad im Rücken. Und wir sind gespannt. Was passiert eigentlich, wenn ich die von da drüben anlocke durchs Feuer? Keine Ahnung, aber weißt du was? Wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Da liegt noch so viel Holz rum. Ich habe ja noch die Katapulte. Ich muss es ja jetzt nicht verkommen lassen. Ich vergesse es sonst nachher einräumen. Ey, guck mal hier, da können wir auch nicht die Sticks jetzt verbrauchen, Alterle. Nameless, Mann. Kann ich den nicht eigentlich. Jetzt kann ich doch eigentlich theoretisch den auch geschwind hochschmeißen, oder? Das ist genau das Feeling, das man so hat, wenn man allein im Wald ist, oder? Kann ich mit dem jetzt. Gehe ich mal hoch mit ihm. Drop. Drop ihn mal dahin. Drop ihn mal dahin. Nee, so nicht. Jetzt ist er durch die Decke gedroppt, hast du gesehen? Hier sollst du ihn so abschmeißen. Geht es nicht mehr? Doch, jetzt hat er Feuer gefangen. Er ist Feuer und Flamme. Ei, guck mal da hinten, der Blinker. Ei, guck mal, der Blinker. Hallo, Blinky. Blinky, Blinky, Blink. Au, der ist aber ein Schlauer. Der ist ein Schlauer, Leute. Der weiß genau, die Fallen sind gefährlich. Wenn das mal nicht mehr ratzt, geratzt. Oh, das sind, glaube ich, auch die Cocktailschmeißer jetzt mit dabei. Ja klar, ich meine, der wird sich gedacht haben, was leuchtet da? So ganz sicher bin ich mir mit denen ja nicht, weil die können ja auch springen zum Teil, ne? Der lauft doch jetzt hier außen rum, ich sehe es doch. Hier ist auch leer. Was ist? Nee, oder? Hast du gesehen? Okay, das war nicht ganz synchron, Leute. Das war jetzt nicht ganz synchron. Der wollte gerade weglaufen und dann hat er gedacht, der Entwickler hat gesagt, wenn die Falle auslöst, muss ich sterben. Gleich wieder zurück. So, Diggerle, du kommst auch hoch. Lalalala. Lalalala. Wunderbärle. Also, ja, natürlich, das wird jetzt nicht gleich hier unberechenbar stark losgehen oder so. Ne? Denkt nicht, dass wir da jetzt noch mehr anlocken. Wir haben ja auch schon ein paar gehabt. So, das kann man fertig bauen. Das würde ich sagen, leisten wir uns. Licht ist immer gut. Da haben wir hier Knöcheln. Das Zaunstück ist fertig. Guck mal, wie schnell wir den Zaun hier hochziehen, weißt du? So, die Katapulte. Da will ich die Holzdinger noch holen, wenn wir sie schon haben. Komm, Nameless. Kämpf dich mal nochmal raus. Nein, nicht runter, Digga. Danke. War das etwas knapp, aber so langsam gewöhne ich mir dann hier mit dem Lego an sein. Sehr schön. Oh, du hast Hunger schon wieder. Oh, blöd. Okay, wir gehen gleich essen. Wir gehen gleich essen. Ich mache nur gerade den Lego noch fertig. Sehr schön. Wir können ja heute im Haus schlafen, Nameless. Im Großen, weißt du? Aber nimm dir mal noch einen Stamm mit zwei. Du hast die extra gefällt. Komm schon. Den und den. Dann gehen wir jetzt essen. Dann sind wir fit einigermaßen. Dann habe ich heute nicht ganz alles verplempert hier mit dem Magen. Bisschen spät habe ich drauf geschaut, zum Teil okay. Aber da war ich schon schlimmer unterwegs. So, hier genau die Stämme hin. Ja, komm, halt das Ding. Jetzt brauchen wir noch Sticks wieder. Alles klar. Das ist jetzt halt so ein bisschen Routinejob neben dem Bauen. Deswegen dauert es mit dem Bauen einfach so ein bisschen länger. Aber wir kommen recht gut vorwärts, finde ich. So, essen. Schön, jetzt könnte ich gerade weiterzocken. Ist ein guter Moment. Ich habe bloß nicht die Zeit, jetzt ewig weiterzuzocken, aber wir hängen mal noch 2 Minuten dran. Holen uns noch ein paar Sticks für oben. Lalalala. Ich habe noch gar nicht an der zweiten Front geguckt, ne? Ja, ich bin halt kein Zwei-Fronten-Kämpfer, haben wir festgestellt. Deswegen gucke ich nur auf eine. Nächstes Mal machen wir auf die andere Seite dann. So, sehr schön. Gehen wir vorne raus und guck einfach. Wir machen jetzt einen Spaziergang. Jetzt sind wir mal mutig. Nehmen eine Waffe in die Hand. Als allererstes mal, ne? Nami, so. So, meine Freunde. Das ist unser Revier. Hier haben wir abgesteckt. Hier sind wir zu Hause. Klatsch. Hier ist ruhig gerade. Hier ist gerade verdammt ruhig. Was sehr schön ist. Alles klar, alles klar.
Hier ist es wunderbar. Wie ist es oben? Düm, di, düm. Ja, komm, du kannst eigentlich auch mal ein bisschen stickmäßig hier noch gleich. Ich werde mal die Behälter demnächst füllen, oder? Wenn ich das nächste Mal Holz vorhacken gehe oder so, fülle ich gleich mal die Stickbehälter. Ja, du frierst, ich weiß das schon, Digga. Wie verlockend der Alkohol da jetzt gerade rumlag, hast du gesehen? Wir werden ihn nicht nehmen. Wir wissen, dass er nicht gut ist für uns. Hier liegt auch noch ein Stamm. Sehr schön gesehen. Da waren aber noch mehr. Dumm, dumm, dumm. Ich denke mal, das muss ich noch ein bisschen einlaufen hier. Und dann werden die wahrscheinlich auch viel zahlreicher noch hierher kommen, ne? Für heute war es eine gute Runde, finde ich. Wir haben tatsächlich mit dem Cutter keinen Scheiß gebaut. Wir haben die Katapulte da oben schon mal fast fertig. Guck mal. Erstes Katapult ist fertig. Können wir Steine einladen, Leute. Und da hier ist ja... Wieso ist denn hier so hell drin? Ach, weil das Bonfeuer... Das ist auch geil, dass es nicht durchbrennt, ne? Wenn sie das mal irgendwann reinmachen, werden wir alle Augen machen, weißt du? So. Wieso ist jetzt das hier? Ich hab doch das gar nicht an. Hier, schmeiß mal... Alter, was er halt so alles da jetzt mittlerweile schmeißen kann, weißt du? Ich wollte eigentlich nur Stein. Ja, ja, so. So ist gut. So habe ich es mir vorgestellt. Nein. Da war doch noch was dabei. So. Das Katapult wäre geladen. Hier können wir nachfeuern, dann brennt es länger. Da liegen noch die Knochen vom Kolleg. Alles klar, Leute. Dann machen wir Schluss für heute. Beim nächsten Mal bauen wir hier natürlich weiter. Das Katapult muss noch stehen. Ein Katapult brauchen wir unten noch. Jetzt weiß ich nicht, was soll man hier innen drin noch einrichten. Wir haben das Bett. Wir haben das Bett. Lass uns mal kurz den Zaun noch setzen, dann schlafen wir. Und dann ist gut. Hier ist auch noch ein bisschen. Alles klar, das wird Stück für Stück in unser Glück. Ich muss Blumen farmen. So, wir schlafen jetzt. Sehr, sehr schön. Dann schauen wir mal, wie es tagsüber hier so gleich ist. Hallo? Das ist aber komisch, wenn man sich da hinstellen muss. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, wie der Mond steht. Oh, er stand offensichtlich gut. Guck mal. Es war zwar nicht geplant, Leute, aber es hat geklappt. Oh, ich muss ausmachen. Ich bin schon bei 28 Minuten sowas gleich, ne? Jetzt essen wir noch. Und dann ist aber gut. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. So, Nemi. Super, trink noch einen Schluck Schildi. Was? Hast du gerade gehustet, Alterle? So, komm, wir gehen nochmal hochgucken. Das gefällt mir jetzt. Das finde ich schön. Danke auch für die Idee, ne? Mit dem Bonfeuer, mit dem gemütlichen Plätzle hier oben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir gehen nochmal hoch. Da locken wir heute auch aus. Geschlafen haben wir das erste Mal in unserem neuen Bett. Geträumt haben wir nichts. So. Alles klar. Hier sitzt der alte Mann im Wald und wartet auf Besuch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Schön, dass ihr dabei wart.